zehn Gebote. Was fällt Ihnen dazu ein bei dem Stichwort? Zehn Gebote? Die Bibel? Versuchen Sie nach den zehn Geboten zu leben. Ja. 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 Also unbewusst. Also jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie die Bibel zu Hause liegen haben und jetzt, oh, das soll's, und das jeden Tag, dass man das jeden Tag liest, aber man versucht es unbewusst, weil man das ja so, weiß nicht, mal so erzogen worden ist. Und ja, wenn man so erzogen ist, geben Sie es dann auch so weiter? Also ich arbeite schon mal im Kindergarten, vom Berufswegen her gebe ich es schon weiter, ja. Was fällt euch zu diesem Stichwort ein? Oh, das sind aber die Falschen. Kommt drauf an, in welchem Bezug. Zehn Gebote gibt es ja in der Bibel, aber da kennen wir uns jetzt eher nicht so aus, würde ich mal sagen. Das macht ja nichts. Veraltete gesellschaftliche Regeln, die heutzutage nicht mehr wirklich anwendbar sind. Haben die überhaupt keinen aktuellen Bezug mehr? Teils, teils. Weil die wurden ja damals gemacht im Prinzip für die damaligen Verhältnisse. Zum Beispiel soll es nicht Ehe brechen, das war damals sehr viel schlimmer. Weil damals hatte eine Frau im Prinzip keine Existenzgrundlage ohne ihren Mann. Ist ja heute überhaupt nicht mehr aktuell. Also du sollst nicht töten, ist natürlich immer noch sinnvoll. Und lügen tut ja eh jeder. Also ja, teils veraltet, teils kann man es auch benutzen. Ja. Versucht ihr trotz allem, auch trotz des Veralteten, euch irgendwie an diese Richtlinien zu halten? Nach denen zu leben, wenigstens unbewusst? Also ich habe noch nicht getötet. Ja, also ich denke jetzt nicht unbedingt nach den zehn Geboten. Ich denke aber auch, dass man so Grundgebote oder Grundregeln, so moralische Werte halt ganz allgemein auf jeden Fall braucht. Jetzt nicht unbedingt die zehn Gebote, die kann ich nicht einmal. Ich glaube, die habe ich auch gar nicht gelernt. Doch, ich glaube, irgendwann mal in Ethik sind wir die durchgegangen, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Aber natürlich, was man durch die Erziehung mitbekommt, halt so Grundwerte auf jeden Fall. Die finde ich auch sinnvoll und braucht man auf jeden Fall auch heute noch. Ja, also unsere ganzen Grundgesetze basieren ja darauf. Also man soll nicht stehlen, man soll nicht morden. Also das ist ja eigentlich schon in das Neue verfasst. Natürlich viel, viel ausführlicher als es die zehn Gebote. Das sind ja nur so ein Leitfaden und da muss man halt gucken, wie man sich da dran vorbei oder halt den Weg irgendwie geht. Ja, also das Grundgesetz basiert ja auf christlichen Werten und die christlichen Werte sind ja schlicht und ergreifend die zehn Gebote, würde ich jetzt mal sagen. Versuchen Sie nach den zehn Geboten zu leben, weil die ja trotz Ihres Alters immer noch einen aktuellen Bezug haben eigentlich. Ja, natürlich, ja, einem Kinder gibt man es auch weiter. Ja. Kann ich zustimmen. Was fällt mir dazu ein? Dass wir es in der Schule auswendig lernen mussten und ich habe letztens einen Artikel darüber gelesen, dass viele Leute von sich sagen, dass sie die zehn Gebote eigentlich, dass sie sich nicht danach richten im Leben, aber es unbewusst oft tun. Okay, und versuchst du selber dich auch irgendwie nach den zehn Geboten bewusst oder unbewusst eben zu leben und die zu halten? Also bewusst eigentlich nicht, aber ich finde eben, es sind Regeln, die man eigentlich selbstverständlich beachtet einfach. Wobei ich, glaube ich, sagen muss, dass es dann eher, dass ich damit eher diese sieben meine, die sich auf den Menschen beziehen und die drei auf Gott, da ist es vielleicht nicht so bei mir. Okay, und findest du, dass die, obwohl sie ja jetzt schon tausende Jahre alt sind, immer noch einen aktuellen Bezug haben? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde einfach, das sind eben so Normen, Regeln, die, glaube ich, ja, ich möchte jetzt nicht sagen nie, aber zumindest erstmal nicht an Bedeutung verlieren.